Hallo, mein Name ist Sebastian Kasper. Ich bin Leipziger Autor und habe 3 Romane und ein Gedichtband veröffentlicht. Ich möchte euch heute aus meinem dritten Roman vorlesen. Klausnitz heißt dieser Roman und ist letztes Jahr erschienen. Und ich habe euch, denke, ein paar passende Passagen rausgesucht, die zum Darkstream Festival passen. Also lehnt euch zurück. Lauscht meinen Worten, lauscht den Worten aus Klausnitz, folgt der Protagonistin auf ihrem Weg und verfolgt den Kampf gegen ihren Dämon. Es geht los. Am Abend. Ich stehe im Bad und betrachte mein Spiegelbild. Ein hässliches Etwas blickt mich an und ich finde es furchtbar, dass dieses Etwas tatsächlich ich bin. Kurz kann ich auch verstehen, warum M mich nicht will, vielleicht sogar verabscheut. Doch dann gewinnt die Kränkung in mir wieder Oberhand und ich kann nur in die Augen dieses Etwas blicken. Und aus diesen meinen Augen blitzen Hass, Schmerz und eine tiefe Wut mich an, umgeben von einer eingefallenen Maske, die einmal mein Gesicht war. Ich esse fast nichts mehr, übergebe mich dafür umso öfter. Und jeder Würgreflex aus meiner Kehle, jeder Krampf, der mich zusammengesunken vor der Toilette schüttelt, ist eine verbitterte Anklage. Es ist meine Anklage an ihn, meine Kostbarkeit. Wenn ich die wenigen Stunden in der Nacht schlafe, dann träume ich nur von M. Ich träume davon, dass ich ihn besitzen darf, dass seine blasse, reine Haut mir gehört und ich für immer meine Lippen darauf pressen kann. Ich träume von seinem blauschwarzen Haar, welches der Wind berührt und in Strähnen aus der Stirn wirft. Träume von dem Geruch seines Nackens, den harten Schultern und seinen wellenmäßig gewundenen Rücken. Ich träume davon, dass er in mich eindringt und ich ihn stundenlang berühre. Davon, dass er meine Brüste küsst und die Hände auf mein Becken legt, seine Zunge zwischen meinen Beinen, ich zucke rhythmisch und voll ergeben, und dann ist er endlich in mir und ich kann ihn schmecken, verzehre mich nach ihm, und alles ergibt auf einmal Sinn, alles gleicht der Erfüllung eines Orakels. Doch in diesem Moment wache ich immer wieder schweißgebadet auf, mein Körper bebt und ich weiß, dass nichts davon wahr ist. Ich weiß, dass er für mich immer vernichtet ist. Ich spüre, dass er glücklich ist, doch ich ohne ihn keinen Lichtstrahl sehen kann. Dann denke ich daran, ihn zu verletzen und zu quälen. Ich denke daran, wie es wäre, ganz langsam mit der Spitze eines Messers in seine Haut einzudringen und fasziniert zuzuschauen, wie das Blut seine blasse Haut in kleinen Rinnsalen hinunterläuft. Ich möchte dann davon kosten, möchte die metallene Nuance seines frischen Blutes schmecken. Oft sehe ich ihn auch vor mir in einem offenen Grab. Umgeben von schwarzer, feuchter Erde liegt M dort in einem deckellosen Sarg. Sein Gesicht ist bleich und bläulich, die Hände gefaltet auf dem Bauch, seine schönen, lieben Hände. Ich möchte mich zu ihm legen, um für immer in seiner Nähe zu sein. Jemand muss uns zuschaufeln und jede Schippe der nassen Erde, die auf mein Gesicht und meinen Körper klatscht, lässt mich mehr und mehr mit ihm verschmelzen. Umschlungen, begraben, verdorren, vergehen. Ja, ich bin verliebt. Ja, ich begehre. Aber in meinem Herzen wächst ein tiefer Schmerz und mit jedem Tag wird dieser stärker und das ist alles seine Schuld. Ich wende mich vom Spiegel ab, ziehe die gepunktete Bluse von Bodyflirt und den schwarzen Amorett-Charm-BH von Triumph aus, streife die Bootcut-Jeans von Diesel und dann den schwarzen Neo-Goth-String von La Perla nach unten, werfe alles auf die Fliesen, streife zum Schluss die schwarzen Söckchen von Falke von meinen Füßen. Viele könnten meinen, ich lebe über meine Verhältnisse, denn ich gebe wirklich fast die Hälfte meines Lohns für Klamotten und Pflegeprodukte aus. Doch in Wahrheit lebe ich sparsam. Ich habe kein Auto, esse so gut wie nichts, gehe nicht aus.
Der Konsum von hochwertigen Produkten ist die letzte Bastion, die nur mir gehört, einem Kokon gleicht und mir kurze Endorphinausstöße beschert. Sicher, es ist eine materielle Oberfläche, die ich mir erschaffen habe, in der Hoffnung, dass die Welt da draußen von mir abprallt. Und dieser Drang, vielleicht sogar Zwang, existierte bereits vor meiner Liebe zu M., doch durch sein Erscheinen intensivierte sich diese Eigenart zusehends. Heute kann ich wie von vielem nicht mehr von ihm lassen. M ist Teil meiner Identität, Teil meines Untergangs geworden. Ich gehe zum Badezimmerschrank, vermeide es, mich nackt in seinem Spiegel zu erblicken, öffne die kleine Tür und nehme die in einem Zellstofftaschentuch eingewickelte Rasierklinge aus dem obersten Fach. Ich schließe die Schranktür, blicke zu Boden, drehe mich um und gehe zur Wanne. Dort setze ich mich mit den Füßen nach innen auf deren weißen, kalten Rand, stelle das heiße Wasser an, welches gleichmäßig und dampfend aus dem Hahn strömt. Fest und entschlossen drücke ich nun die Rasierklinge in das Fleisch meines linken Innenschenkels und schneide eine tiefe, streichholzlange Wunde hinein. Der Schmerz kommt beißend und befreiend. Ich seufze laut auf, zittere. Sein Gesicht erscheint vor mir. Ich schreie, kurz und unterdrückt. Jetzt brechen wie in einem Anfall Tränen aus mir heraus. Ich schluchze verzweifelt, doch sammle mich schnell wieder, streiche mir die Haare aus dem Gesicht, wische mir die Tränen von den Wangen. Fasziniert blicke ich auf die frische Wunde, wie sie dort aufklafft. Ich sitze auf dem Wannenrand und beobachte das Blut, welches an mir hinabläuft und auf den Emailleboden tropft. Dort vermischt es sich mit dem Wasser zu kleinen, nervösen Strudeln, die kurz darauf in blassrote Fäden aufgelöst werden, um schlierend dem Abfluss entgegenzustreben. Wird er begreifen, dass ich diesen Schnitt nur für ihn gesetzt habe? Dass diese Wunde auf meinem Körper eine Kerbe ist, durch ihn geschlagen? Dinge, an die ich glaube. Ich glaube an die Vergänglichkeit. Ich glaube an die Seele. Ich glaube an das Herz, was in meiner Brust schlägt, aber zerschnitten ist. Ich glaube an die Erinnerungen in meinem Kopf, diese kleine Summe meiner Prägungen. Ich glaube daran jetzt in diesem Augenblick. An einem Novemberabend, während der nasskalte Wind um das Haus pfeift. Ich glaube auch, dass wir alle Schuld tragen an dem Entsetzlichen, was uns umgibt und wir nichts dagegen tun können. Ich glaube daran, dass ich M liebe und meine Liebe so groß und hingebungsvoll ist, dass sie mich erdrückt. Ich wurde von ihr auserwählt, bin in ihr gefangen. Und all das gebe ich jetzt preis und lege es in deine Hände. Was kann es Ehrlicheres geben als bedingungslose Liebe? Denke daran, wenn eine Hand dich zärtlich berührt. Denke daran beim Lachen eines Kindes. Ich frage mich, ob ich Schuld daran habe, Schuld an meiner Misere. Habe ich in meinem Leben die falschen Entscheidungen getroffen? Hätte ich mich manchmal anders verhalten müssen? Es liegt mir fern zu jammern, denn ich hasse Jammerer. Es gibt nichts Demütigenderes, als sich selbst zu bemitleiden. Die Steigerung ist, alles und jedem davon zu erzählen. Der Turbo, die Adressierten für seine dekadenten Macken verantwortlich zu machen. Von diesen Menschen gibt es Tausende. Nein, Millionen. Ich habe die Hände in den Manteltaschen und blicke zu Boden. Der Gehweg glitzert, benetzt von Eiskristallen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als nach Hause zu gehen. Auf dem Weg zur Straßenbahnstation bemerke ich nicht weit entfernt vor mir eine Pennerin. Sie sitzt neben einem Stromhäuschen, lehnt sich dort an und scheint zu schlafen. Vor ihr liegt ein Pappschild, auf dem steht: Ich bin schwanger, mir ist kalt, ich habe Hunger, bitte helfen Sie mir. Interessiert trete ich an sie heran und als ich näher komme, sehe ich, dass die Pennerin noch ganz jung ist.
eher ein Pennermädchen. Ihr Gesicht, was von einer dicken Mütze und einem Schal umschlungen wird, ist kindlich, fast rosa. Und als ich vor ihr stehe, öffnet sie ihre Augen und diese funkeln mich jetzt an wie Sterne. Eine Ewigkeit passiert nichts. Die Welt um uns herum scheint zu erstarren. Mir ist, als gäbe es nur uns beide, sie und mich. Unsere Augen weiten sich und es entsteht eine Verbindung. Wir blicken uns gegenseitig in die Seelen und sehen dort Schmerz und Trauer. Trotz dessen wir in unterschiedlichen sozialen Welten walten, fühlen wir uns vereint, ja fast geborgen. Und während ich so dastehe, sie ansehe, geschieht etwas Unausgesprochenes zwischen uns. Eine bizarre Spannung, die den Moment, der uns umgibt, ausfüllt, der heranrollt, besteht, vergeht, ganz schnell. Ich trete noch einen Schritt auf das Pennermädchen zu und jetzt sehe ich durch das Licht der Straßenbeleuchtung, welches Orange auf ihr Gesicht fällt, dass sie tiefe Aknenarben auf der Haut hat. Sie ist mindestens 10 Jahre älter, als ich sie vor ein paar Sekunden noch eingeschätzt habe, und unsere Verbindung bricht abrupt ab. Es gibt nichts, worin wir uns ähneln. Mein Leben bleibt eine dahingeschmierte Skizze. Ich fühle mich elend am Rande des Wahnsinns, stammele Entschuldigung und versuche die Hand des Pennermädchens zu ergreifen, doch sie zieht diese weg, rutscht sogar fort von mir, scheint panische Angst zu haben. Eine grässliche Attacke kündigt sich in mir an und erst jetzt bemerke ich, dass mir Speichel am Kinn hinunterläuft und meine Augen weit aufgerissen sind. Ich befinde mich auf den Knien und habe die Hände vor der Brust wie zum Gebet gefaltet. Die Haare hängen mir ins Gesicht. Wann ist das passiert? Ich sehe mich von oben, ich sehe mich von der Seite. Ich sehe, wie ich auf der Straße knie, vor dem Pennermädchen, was zitternd versucht wegzukriechen. Die Lichter der Häuser, die uns umringen, das Schwarz der Straßen, die zerschnittene Stadt. Ich lasse die Hände sinken und wische mir die Spucke vom Kinn, erhebe mich, sage nochmal Entschuldigung, warum auch immer. Nun beginnt das Pennermädchen zu kreischen, keine Worte, sie sitzt nur da wie ein Häufchen Elend und kreischt. Verstört taumle ich zurück, was habe ich getan? Warum hat sie solche Angst vor mir? Ich weiß es nicht. Und es ist doch völlig egal. Selbst die Zerschlagenen der Gesellschaft, die Abgehängten und Verlierer, empfinden mich als Bedrohung. Das ist die Botschaft, die ich wahrnehme und endlich begreife. Ein harter Schnitt. M ist jetzt in meinem Wohnzimmer und fläzt nur in der Unterhose auf meiner Couch. Ich habe mich im Bad behelfsmäßig gewaschen und abgetrocknet, stehe jetzt im Bademantel vor dem Küchentisch, inspiziere die von mir gekauften Utensilien auf dem Baumarkt. Ich muss nicht lange überlegen, sondern greife gezielt zu dem Gummihammer, gehe im Kopf die gleichkommenden Abläufe durch und versuche dann so leise wie möglich ins Wohnzimmer zu schleichen. M sitzt mir den Rücken zugewandt immer noch auf der Couch und hat in der Zwischenzeit den Fernseher angeschaltet. Er bemerkt nicht, wie ich Schritt für Schritt näher komme und dann hinter ihm stehen bleibe. Die Luft anhalte und nach einigen Sekunden des Verharrens hebe ich den Hammer in die Höhe und lasse ihn mit voller Wucht auf seinen Kopf schnellen. Das Geräusch, das folgt, ist dumpf und trocken und es passiert erst einmal gar nichts. M wendet sich nach ewigen Sekunden langsam zu mir um und blickt mich fassungslos, ja fast verwundert an. Ein dünnes Rinnsal Blut läuft seine Stirn hinab, tropft über seine Augenbraue auf die Nase und fällt dann aber nicht zu Boden, sondern schwebt vor seinem Gesicht im Raum. M öffnet den Mund, will etwas sagen, doch ich verschenke keine Zeit. Ich schlage noch einmal mit voller Kraft zu, diesmal direkt in sein Gesicht. Dieser zweite Angriff hat buchstäblich durchschlagenden Erfolg und gibt M für einen Moment den Rest. Er sackt in sich zusammen und fällt von der Couch hinunter, schlägt hart auf den Boden. Den Couchtisch hat er bei seinem Fallen nur knapp verfehlt. Kurz überkommt mich Panik. Was ist, wenn meine Nachbarn in der Wohnung unter mir etwas von diesem dumpfen Knall gehört haben? Ich warte eine Minute,
Vielleicht zwei? Nichts. M liegt auf dem Boden, fängt an, sich wieder etwas zu bewegen, röchelt. Blut läuft nun aus seiner zersplitterten Nase, auch aus dem Mund, und wieder tropft es nicht nach unten, sondern steigt auf bis zur Zimmerdecke, sammelt sich dort zu einem schwebenden, dunkelroten Fleck. Was ist hier los? Verwirrt renne ich zurück in die Küche und hole die Kabelbinder und das Gaffertape, greife spontan auch noch zu dem Lötkolben. Ich komme gerade noch rechtzeitig zurück, denn M versucht sich an der Tischkante hochzuziehen, rutscht aber wieder ab. Als er mich sieht, sehe ich die Panik in seinen Augen, aber er ist so benommen und geschwächt, dass er sich nicht wehren kann, als ich mich auf ihn knie und die Arme mit den Kabelbindern hinter seinem Rücken fessele. Er stammelt irgendwelche Worte, die wie Hilfe und Warum klingen, doch ich kümmere mich nicht darum, sondern reiße ein großes Stück Gaffertape von der Rolle und klebe es ihm über dem blutverschmierten Mund. Dann fixiere ich seine Beine ebenfalls mit Gaffertape, da die Kabelbinder dafür zu kurz sind, schiebe den Tisch zur Seite, setze mich auf das Sofa und blicke einige Minuten hinunter auf das von mir verschnürte Menschenpaket, in dessen Augen sich nun völliges Entsetzen spiegeln. Tja, so schnell können die Rollen vertauscht werden, mein Lieber. Ich blicke hoch zur Zimmerdecke. Dort schwebt noch immer der Blutfleck, und da mich dieser Umstand mehr verwirrt als beruhigt, überlege ich, wie es jetzt weitergehen könnte. Ich fasse einen Entschluss, bemerke aber gleichzeitig, dass der Netzstecker des Lötkolbens zu kurz dafür ist, und deshalb stehe ich auf und hole eine Verlängerungsschnur aus meinem Schlafzimmer, die dort irgendwo noch herumliegt. Als ich mit der Verlängerungsschnur in der Hand zurück ins Wohnzimmer komme, um diese mit dem Lötkolben zu verbinden, bemerkt M allmählich, was ich vorhabe, und deshalb bäumt er sich auf und versucht, über den Wohnzimmerteppich vor mir wegzuroppen. Das ist natürlich völlig sinnlos, doch da ich in Sorge über die entstehende Geräuschkulisse bin, muss ich M noch einmal mit dem Gummihammer eins überziehen, was ich eigentlich nicht vorhatte, da er schon alles mitbekommen soll, was ich mit ihm in den nächsten Stunden anstellen werde. Nun ist er ohnmächtig und nicht unbefriedigt mit seiner momentanen Position. Ich möchte, dass er sitzt, auch lässt er sich so besser fixieren. Also gehe ich nochmal zurück, diesmal in die Küche, nehme einen der dortigen Holzstühle und das lange Seil und bringe beides ins Wohnzimmer. Ungefähr 5 Minuten bin ich damit beschäftigt, M auf den Stuhl zu hieven, was fast unmöglich ist, da ein Mann ziemlich schwer und ich natürlich geschwächt bin, doch am Ende gelingt es mir überraschenderweise doch. Zuerst binde ich ihn grob mit dem Seil an dem Stuhl fest, fixiere danach alles noch mit Gaffertape, Hand- und Fußgelenke jeweils zusätzlich mit dem übrig gebliebenen Kabelbindern. M ist immer noch nicht bei Bewusstsein und ich bekomme die Sorge, beim letzten Mal vielleicht doch etwas zu stark mit dem Hammer zuzugeschlagen zu haben. Doch kurz bevor ich drauf und dran bin, seinen Puls zu fühlen, hebt sich sein Kopf langsam und sein Körper presst sich gegen die Fesseln. Jetzt öffnet M auch die Augen, scheint kurz völlig orientierungslos, doch sein Bewusstsein kehrt schnell wieder zurück. Als er mich vor ihm stehen sieht, versucht er zu schreien, doch man kann nur dumpf ersticktes Schreien hören, da das Gaffertape seinen Mund verschließt. Sicherheitshalber schalte ich dennoch den Fernseher ein, switche auf einen Musiksender, Hits der 90er laufen dort gerade, ich drehe die Lautstärke weit auf. Der Lötkolben, den ich nun anschalte, wird sehr schnell heiß und ich trete auf M zu. Er zappelt jetzt so stark auf dem Stuhl hin und her, dass ich mich auf ihn lehnen und mit einem Knie fixieren muss. Dann drücke ich langsam, erst einmal nur zum Testen, den Lötkolben in seine rechte Wange. Sein Zappeln steigert sich augenblicklich, der fast stille Schrei schwillt an, wird jedoch von Two Unlimiteds No Limit aus dem Fernseher übertönt. Augenblicklich riecht es nach verbranntem Fleisch. Mir fällt auf, dass ich die Folie unter M nicht ausgelegt habe. Das wird eine ziemliche Schweinerei geben. Gut, dass an der Stelle, auf der wir uns jetzt befinden, der Teppich nicht hinreicht, sondern nur das Laminat unter uns liegt, welches einfach von Körperflüssigkeiten zu säubern ist. Auch kann ich jetzt keine Rücksicht mehr auf derartige Details nehmen, denn ich bin viel zu erregt und heiß auf M's Vernichtung. Etwas unbefriedigt von dem Ergebnis des Lötkolbens versuche ich noch einige Löcher in seine andere Wange zu brennen.
Sein Kopf ist jetzt puterrot, Schweiß strömt sein Gesicht hinab aus den Löchern in seinen Wangen, stößt ruckartig die Atemluft hervor. Ein ziemlich surrealer Anblick ist das alles, aber es reicht mir noch lange nicht Zeit für das Teppichmesser. Wieder zurück in die Küche und die zwei größten Cutter vom Tisch genommen, halte ich kurz inne, begreife für einen Moment, was hier gerade abgeht, doch dann schüttle ich den Kopf und die Zweifel fallen von mir und ich eile zurück ins Wohnzimmer. Im Fernsehen läuft jetzt das Video von Dr. Alban, It's My Life. Und das beschwingt mich irgendwie, gibt mir einen positiven Vibe, so dass ich gar nicht lange nachdenken muss, was jetzt zu tun ist. Ich trete von hinten an M heran. Er bemerkt mein Kommen und versucht sich durch unkoordiniertes Zappeln zu wehren, doch vergeblich. Immer schwächer wird seine Gegenwehr. Ich halte seinen Kopf jetzt fest in meiner Armbeuge umschlossen, fahre mit der anderen Hand die Klinge des größten Teppichmessers aus und setze sie oben an sein linkes Ohr an. In meiner Vorstellung möchte ich ihm das Ohr mit einem einzigen sauberen Schnitt abtrennen, doch in Realität gestaltet sich das schwieriger. Die Ohrmuschel ist überraschend zäh und knorpelig und so säbele ich ungelenk daran eine ziemliche Weile herum. Fluche sogar etwas dabei. Ems gesamter Körper ist nun ein einziges Konglomerat aus Angst, Schmerz und Schock. Allmählich wäre ich auch etwas sauer, da sein Blut überall herumschmiert. Es klebt an meinen Händen, läuft mir die Unterarme hinab, sogar mein Bademantel aus reinem Bio-Baumwollfrottee ist komplett eingesaut. Stufenweise verliere ich auch die Lust, aber das Ohr endlich abzubekommen macht mir Mut und dann werfe ich nun das zerfranste etwas achtlos zu Boden. M blutet ziemlich stark, dick und warm suppt ihm die Soße aus dem Kopf, sodass ich nochmal ins Bad gehe und drei große Handtücher hole, die ich um ihn herum aus dem Boden ausbreite. Irgendwie habe ich eine diffuse Angst, dass sein Blut durch den Boden auf den Esszimmertisch auf meiner unter mir wohnenden Nachbarn tropft. Doch das ganze Blut sammelt sich als eine Art Blase und steigt erneut zu dem dunkelroten Fleck unter der Zimmerdecke, der immer voller und dichter wird und wie eine reife Blase über unseren Köpfen schwebt. Erneut frage ich mich, was das zu bedeuten hat und warum die Schwerkraft sichtbar verrückt spielt, aber ich darf mich es nicht ablenken lassen, muss weitermachen, muss zum Ende kommen und den letzten Akt einläuten. Dazu benötige ich erneut den Gummihammer und die langen Kupfernägel, die ich mir bis jetzt aufgespart habe. M ist nun auf dem Stuhl richtig zusammengesunken und wird nur noch durch meine Fixierungen zusammengehalten. Sicherlich ist er sogar ohnmächtig. Ich schaue ihm ins Gesicht, kann aber nicht ausmachen, ob er weint oder ob es nur Wundflüssigkeit ist, die ihm die Wangen hinunterläuft. Bevor ich mich dem Hammer und den Nägeln zuwende, versuche ich ihm noch die Wimpern mit einem Feuerzeug abzubrennen. Doch da erwacht er wieder, beginnt erneut sich zu wehren, gibt nochmal alles. Aber ich bemerke, dass er sich seinem Schicksal bereits ergeben hat. Denn seine Aktionen flauen schnell wieder ab und er sinkt zurück in einen undefinierbaren Dämmerzustand. Als ich M mit dem Lötkolben beide Augen ausbrenne, ist sein Widerstand, so scheint es, gänzlich gebrochen, denn trotz dieses massiven Eingriffs rührt er sich überhaupt nicht mehr. Wie bei einem abstrakten Kunstwerk laufen ihm die zerstochenen Augen wie grobes Gelee die Wangen hinab. Und dieses Bild hat etwas Ikonisches und sehr Berührendes. Dies ist nun das Ende, unser Ende, und ich schäme mich nicht dafür, die Regie dafür übernommen zu haben. Eine logische Konsequenz, ein verdammt starker Abgang. Ich knie mich vor ihm hin und blicke ihn noch einmal ganz fest an. Durch die Schläge und Wunden ist sein Gesicht auf die doppelte Größe angeschwollen, wirkt heiß und fiebrig, Blut und Wundflüssigkeit vermischen sich zu einem rosafarbenen Sekret. Ich berühre mit beiden Händen seine Knie, stehe auf und streiche ihm durch die Haare. Er stöhnt schwach. Ich setze einen der großen Kupfernägel auf seine Fontanelle und schlage mit dem Hammer kräftig zu. Wie Butter gleitet der Nagel durch den Knochen in seinen Schädel, in sein Hirn und berührt, wie durch einen Stromschlag beginnt sein Körper noch einmal spastisch zu zucken und dies hält bis zu dem achten oder zehnten Nagel an, die ich in seinen Kopf treibe.
Dann aber ist auf einmal alles vorbei, beendet und abgeschlossen. Ich spüre, wie das Leben seinen Körper verlässt, seine Seele noch kurz bei mir verweilt, bevor sie ebenfalls entschwindet. Nach oben steigt zum Firmament, um von der Unendlichkeit aufgesogen zu werden. Es ist vorbei, wir sind vorbei. Vorbei eine Geschichte, die es nie gegeben hat. Eine Liebe, die nur den Träumen entsprungen war. Und wie eine große Welle zieht mich die Nacht jetzt ins Reale. Mit aufgerissenen Augen liege ich in meinem Bett. Mein Puls rast, ich bin schweißgebadet. Vergeblich versuche ich zu begreifen, versuche die Bilder, das von mir Gefühlte, Erlebte einzuordnen. Was habe ich getan? Was ist passiert? Im Dunkeln taste ich meine Hände und meinen Körper ab. Nichts, alles trocken, alles sauber. Ich schäle mich aus dem Bett, es ist stockfinster um mich herum, taumele ins Wohnzimmer. Und trotz dessen kein Licht brennt, kann ich die Umrisse der Dinge, die im Wohnzimmer stehen, gut erkennen, da sie durch das einfallende Licht der Straßenlaternen umzeichnet werden. Nichts, nichts, nichts. Alles ist so wie immer. Niemand sitzt gemartert und geschunden auf meinem Stuhl vor dem Fernseher. Niemand ist mit Kabelbindern und Gaffertape fixiert. Ruhig und gleichmäßig blinkt rot die Standby-Diode des Fernsehers. An, aus, an, aus. Nichts ist passiert. Kein Baumarkt, kein Sex, keine Folter. Alles ist gleich geblieben. Alles bleibt unverändert. Was ist real? Was ist die Wirklichkeit? So, liebe Freunde, ich hoffe, euch haben die kleinen Auszüge, die wunderschönen Auszüge aus meinem dritten Roman Klausnitz gefallen. Würde mich freuen, ihr kauft das Buch, ihr lest das Buch. Folgt auch meinem YouTube-Channel Leben, Lieben, Leiden, Sebastian Kasper. Dort findet ihr noch viel mehr von sozialen Reibungsflächen und ja, menschlichen Abgründen. Viel mehr vom Leben. Alles Gute für euch. Ciao.